Eurogruppe der Finanzminister im sogenannten 27er-Format. Da ging es um die Bankenunion, aber das kann ich ausführlicher sagen, wenn es jemanden interessiert. Damit bin ich am Ende, Herr Präsident. Vielen Dank, Frau Bundeskanzlerin. Die erste Meines Frage. Vortrages natürlich. Bitte? Meines Vortrages. Ich bin am Ende meines Vortrages. Ich wollte das. Ich habe Ihnen schon dafür gedankt und wollte die erste Frage zu der ersten Frage dem Kollegen Dr. Gottfried Curio, AfD, das Wort erteilen. Vielen Dank, Herr Präsident. Frau Kanzlerin, zur kürzlichen Gewalttat in Augsburg, wo eine Gruppe jugendlicher Migranten einen Mann erschlug, einen anderen schwer verletzte. Dass es kein Anschlag war, sondern spontaner Gewaltausbruch, macht es ja nicht besser, sondern schlimmer, weil alltäglicher. Die Täter von Augsburg, dort geboren, leben auch in zweiter Generation nach typischen Normen verinnerlichten Macho-Gehabes, verstehen es als ehrhaft und als Stärke, Gewalt auszuleben. Solche Leute machen den öffentlichen Raum zum Angstraum, zum Ort des Faustrechts. So viel zum Integrationsmärchen. Das Bundeslagebild zur Zuwandererkriminalität zeigt, Augsburg ist die Spitze des Eisbergs. So haben sich die Täterzahlen von Zuwanderern seit 2014 dramatisch vervielfacht. Letztes Jahr bei Mord und Totschlag Hunderte, bei sexuellen Übergriffen Tausende, bei Körperverletzung Zehntausende Fälle. Würden Sie angesichts solcher Zahlen der migrantischen Kriminalität von einem Einzelfall sprechen? Oder erkennen Sie das systemische Problem? Ich erkenne erst einmal, dass in Augsburg eine schreckliche Tat verübt wurde und dass unsere Gefühle natürlich bei den Angehörigen sind und auch bei dem Verletzten. Zweitens erkenne ich, dass der Staat aufgefordert ist, jegliche Form von Gewalt zu bekämpfen, wo auch immer sie auftritt. Und wir arbeiten ja auch an einer beständigen Verbesserung unserer Handlungsmöglichkeiten, zum Beispiel gerade wieder eine Vielzahl von neuen Stellen im Kampf gegen den Rechtsextremismus, aber natürlich auch in anderen Bereichen. Und wir werden diese Arbeit selbstverständlich fortsetzen, aber insgesamt, glaube ich, ist unser Rechtsstaat handlungsfähig, sowohl auf der Bundesebene als auch auf der Länderebene. Der Kollege Curio möchte eine Nachfrage stellen. Vielen Dank. 2014 bis 2018 gab es ja über 800.000 Zuwandererstraftaten. Und das sind nur die aufgeklärten. Inklusive Dunkelfeld kommt man auf Millionen Straftaten, die durch Grenzsicherung hätten verhindert, vermieden werden können. Erkennen Sie da eine persönliche Schuld bei sich? Die fortgesetzte Aufnahme dieser Hochrisikogruppe, jugendliche männliche Migranten aus islamischen und Clankulturen, war und ist ja komplett unnötig, weil sie über den unnötigen Selbsteintritt lief, wo eine angebliche Notsituation zu einer Dauerregelung genutzt wurde. Erkennen Sie die persönliche Mitverantwortung? Die Bundeskanzlerin ist für das politische Geschehen im Lande immer mitverantwortlich. Da bin ich auch froh darüber, dass ich ein so wichtiges Amt bekleiden darf. Zweitens sind die Betrachtungsweisen dessen, was 2015 und in den darauffolgenden Jahren geschehen ist, unterschiedlich. Ich glaube, dass Deutschland sehr vielen Menschen in Not geholfen hat, dass dazu eine gesamtgesellschaftliche Kraftanstrengung stattgefunden hat. Und dass wir gleichermaßen natürlich an der Ordnung und Steuerung der Migration gearbeitet haben und weiterarbeiten werden. Und die Zahlen zeigen auch, dass diese Arbeit nicht umsonst ist, sondern dass sie durchaus Erfolge zeitigt. Danke sehr.